Das haben wir die Bude voll. Wir sind ein Team der Eventpartnerei, wo wir mit unseren Tieren unterwegs, kann man uns buchen. Im Moment gerne in gut geheizte Räume. Also wenn da einer was hat, eine wilde Party oder so, da sind wir dabei, klar. Vielleicht bringen wir auch einen Vogel mit. Ich mache das Ganze nicht alleine. Mit dabei ist der Daniel. Guck mal, da oben steht, da winkt ganz fröhlich, freut sich, wenn irgendeiner zurückwinkt. Guck mal hier weiter, sich freut. Ich selber, ich bin der Thomas, werde euch die nächsten knapp 2,5 Stunden durchs Programm führen. Das haben wir alles geplant, es wird 2 Virologie-Vorträge geben. Ja? Wir werden noch einen Dia-Vortrag an den Baum projizieren. Und ich gehe dann schon mal Kaffee trinken. Nee, bleibt locker. 20 Minuten fallen wir an, 25 schaffen wir immer, nach einer halben Stunde können wir aufstehen und gehen. Spätestens. Dann sind wir schon auf Ruhe. Der erste Vogel, der kommt, kommt von hinten mit dazu. Und zwar ist das unser Patex. Jetzt geht immer das große Rätselraten los, um was für ein Tier sich das hier wohl handeln mag. Das ist ein Vogel. Wolltest du sagen? Ein Uhu, genau. Nein, das ist eine Eule. So, jetzt du. Wir haben beide recht. Genau, richtig. Eine Eule. Eule ist die Familienbezeichnung. Es gibt 13 Eulenarten in Europa. Der kleinste ist der Rauffußkauz. Und der größte ist der Uhu. Der Starlingskauz ist sogar noch kleiner. Wenn wir so Winterprogramme haben, haben wir natürlich die Möglichkeit, vieles anders zu machen. Manches müssen wir anders machen, wie die ganz kleinen Tiere, die starten wir da nicht. Aber wir können jetzt mal dem einen oder anderen die Möglichkeit geben, so ein Uhu zu streicheln. Wie sieht's aus? Hier, guck mal, Daniel, auch da links die Dame noch, die ist sonst ganz traurig. So, bleibt ruhig stehen, der Uhu kommt zu euch. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit dafür, dass auch der, der streicheln möchte, mal streicheln darf. Dann hier links die Dame, die weint schon fast. Die ist schon so. Und, wie fühlt er sich an? Schön. Sag mal, weich? Weich, ja genau. Weich war die richtige Antwort. Tschüss Daniel, grüß schön. Weich ist die richtige Antwort. Die haben eine ganz spezielle Federstruktur. Und damit sind die in der Lage, lautlos zu fliegen. Das ist für einen Jäger der Nacht eine wichtige Sache. Denn der eine oder andere weiß es vielleicht gar nicht. So eine Eule ist nachtaktiv. So, auch mal die großen Kinder hier. Die Kinder mit Bart dürfen auch. Und die Männer, die meinen immer so. Auffällig ist, dass der Vogel große Augen hat, damit kann er gut im Dunkeln gucken. Er kann aber auch zum Beispiel geräuschlos nach Beute Ausschau halten, indem er seinen Kopf um 270 Grad drehen kann. So, haben wir Privatpatienten im Publikum. Also, ich möchte uns das mal einer vormachen. Ja. Junior, probier's mal aus. Das wundert mich jetzt, sonst kommt immer ein Vater dazu und versucht ihm zu helfen. Er hat letzte Schulklasse. Hier, da haben 20 Kinder probiert, den Kopf zu drehen und 2 Lehrer haben geholfen. Ja, da waren liebe Kinder zwischen. Patex hat ein Gewicht von 2,5 Kilo, soll man nicht unterschätzen. So ein Vogel ist vergleichbar leicht, da wird keine zweiköpfige Familie zusammen. Hier zu Weihnachten ein Uhu in der Röhre, das kommt. Oh, Quatsch. Trotz alledem wollen wir mal gucken, wenn alle gestreichelt haben, dass wir den Patex wieder verabschieden. Und das tun wir bei uns standesgemäß mit einem Applaus. Probiert's mal aus, wie es klingt. Ja. Hey Mann, das klingt schon fast wie die 2.500 Leute, die gestern da waren. Das finde ich gut. Applaus ist wichtig, das hält den Kreislauf in Schwung und dann friert mir hier auch keiner ein. Ja, nicht, dass es sich nachher hier die Beschwerden häufen. Der nächste Vogel, der gleich kommt, das ist einer unserer Wüstenbussarde. Da muss ich euch ein bisschen drauf vorbereiten. Ein Wüstenbussard heißt Wüstenbussard, weil er in der Wüste lebt. Okay. Unsere Tiere leben seit Generationen in Deutschland, schon die Eltern. Die kommen durchaus mit dem Wetter klar. Es ist aber auch in der Wüste gelegentlich schon mal etwas kälter als geplant. Unsere Tiere heißen Wüstenbussard, weil sie ein bisschen wüst sind. Gelegentlich parken die auf Kopf oder Schulter eines Besuchers. Ja. Und nicht der eine oder andere große Augen. Wichtiges hierbei, cool, locker lässt sich stehen oder sitzen zu bleiben. Ja, Mütze hochziehen hilft ja gar nichts. Also, da hockt der Vogel nur und dann versucht der Mitteleuropäer durch hektisches Kopfschütteln den Vogel loszuwerden. Was macht das Tier? Es krallt sich fest und das tut weh. Ihr bleibt ruhig sitzen, hofft auf Rettung. Ich gebe zu, ich bin bergauf nicht der Schnellste. Das liegt am Schnee, wenn einer fragt. Von hinten kommt er mit dazu, begrüßt ihn ruhig mit einem tösenden, nie verhallenden, ewig schallenden Applaus. Sehr gut. Gut gewohnt. Weiß Tatsache.
Tarzan erwischt Mozart, dreht jetzt hier so seine Platzrunden. Allzu weit wird er nicht flattern, denn es fehlt Wind und Thermik. Aber dazu später mehr. Diese Wüstenbussarde sind dadurch bekannt geworden, dass sie erfolgreiche Jäger sind, indem sie in der Gruppe jagen. Aha, das funktioniert wie folgt. Einer lenkt euch ab, hier, Tarzan, durch seine bloße Anwesenheit. Und dann ist es oftmals so, dass ein zweiter Vogel denn diesen Moment nutzt, um blitzschnell überraschend aus dem Hinterhalt Beute zu machen. So wie jetzt. Wir gehen jetzt auch auf die Jagd, und zwar zu viert. Zwei Wüstenwachen, Bustale, Daniel und ich, marschieren jetzt durch die Reihen und ihr spielt die Beute. Hä? Wie sieht's aus? Hier, weil ihr fangen waren, ist eigentlich ein bisschen schade drum, aber egal. Irgendeiner muss immer runter leiden. Achtung, aufgepasst, erster Angriff und ja, ich komme jetzt nicht mal mit den Wimpern gezockt hier. Dieser Trick in der Gruppe jagen zu gehen ist recht erfolgreich, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass 6 bis 8 Tiere gemeinschaftlich zur Jagd gehen und richtig mit System. Das ist nicht so wie eine A-Jugend-Fußballmannschaft, wo auch die letzten reinkommen hier dann. So, ihr braucht gar nicht so mächtig zu lachen, wir kommen noch zu euch. Achtung, jetzt Mund zu machen. Wir finden die Weg, wir finden die auch durch den Tunnel. Achtung! Ja. Wenn ein Vogel mal einen Ausflug macht, haben wir Hilfsmittel. An den Tieren befestigt, zum Beispiel an dem Lederriemchen ist ein Glöckchen. Damit kann man sie hören. Und wir haben eine Adresstafel mit dabei. Schaut mal her. Hier am Vogel sollte jetzt einer unserer Tiere bei euch bei der Adventparty auftauchen. Kein Problem, ruft er uns an. Wir kommen dazu, bedanken uns ganz höflich für die Einladung. Wir kommen immer so mit 6 bis 8 Personen. Da muss man wissen, wie wir Kuchen. Ne? Da ordentlich was verraten. So, Sandy fängt schon an mit der ersten Pause. Wir wollen uns jetzt einmal anschauen, live und in Farbe, wie so ein Wüstenbussard Beute macht. Kleinsäuger und Reptilien werden erbeutet. Meine Frage ans Publikum. Hat jemand einen Kleinsäuger abzugeben, dass uns so eine Jagdszene mal reinziehen können? Ah, ihr versteht mich schon sehr gut. Ich frage sonst etwas direkter. Möchte jemand ein nerviges Kind loswerden? 2 hast du. Was laufen die denn auf 100, die Jungs? Wir müssen schon ein bisschen sprechen. Ich frage etwas netter. Ist jemand im Publikum mit dabei, der mal Lust hat, meinen Handschuh überzustreifen, mit dem Ziel, dass ein Vogel darauf landet? So. Guck mal, sie hier. Tisch, Alter, wenn ich dich nicht finde. Verteidig. So, du hier vorne, kommst du. Okay? Und wenn er überlebt, darfst du auch noch. Okay? Hallo, wie heißt du? Ach, Ole. Ole, wofür hast du dich gemeldet? Hat Papa dich geschubst? Okay, Ole. Du machst Folgendes: Du läufst so schnell du kannst runter zum See. Das da ist der See. Wir starten den Bussard hinterher, der packt dich im Genick und alle klatschen. Okay, Ole? Ole, möchtest du einen Vorsprung haben oder möchtest du auf gleicher Höhe starten? Oh, sehr mutig, er möchte auf gleicher Höhe starten. Möchtest du noch was zu deiner Familie sagen? Nein? Also ich würde dir Schüsse empfehlen, Ole, ganz ehrlich. Nein? Keine Lust? Ich zähle bis 3 und du läufst los, okay? Der läuft. Ole, die zweite Variante ist, du kriegst meinen Handschuh und der Vogel landet darauf. Jetzt denk nochmal drüber nach. Möchtest du laufen oder willst du den Handschuh haben? Ole hat sich für Laufen entschieden, das finde ich mutig. Ohne Vorsprung, mein Kollege. Hier, linke Hand rein. So. Jetzt lächeln nicht vergessen, damit deine Familie dich lächelnd in Erinnerung behält. Denn jetzt kommt der Vogel mit dazu und wird immer größer, je näher er kommt. Achtung, 2, 3, 1 und der landet. Einen dicken Applaus für unseren Partner hier. Warte, Daniel, ich habe dem Bruder auch versprochen. Also nochmal. Ist das Bruder? Bist du Bruder? Ja, okay. Dann tausch einmal ganz schnell. Ja? Normal machen wir nur ein Kind, aber wir sind heute so wenig People, dann kann der auch noch rekursen. Lass dir ruhig Zeit. Das wird mein Beamter, merkst du? So, einmal links rein. So, aufgepasst. Ihr müsst aber dann auch nochmal klatschen. Jetzt weg. Tada. Der Vogel wiegt im ersten Moment knapp 700 Gramm und dann kommt rucki zucki eine Tonne dazu. Merkst du es? Okay. Das letzte Kind stand 1,5 Stunden hier mit dem Vogel auf der Hand. Ihr könnt gerne schon mal weitergehen, wenn ihr wollt. Hat es wehgetan? Super. Dann hat der Vogel das Loch im Handschuh nicht gefunden.
ziehe man einfach raus und ich sage auf Wiedersehen. Tschüss. So tat dann, jetzt hat jeder gesehen, dass da eigentlich gar kein Kind stehen muss. Aber egal. Hasan verabschiedet sich jetzt Richtung Heimat. Das ist diese Richtung. Guck mal, der bleibt ruhig oben dran hier. Nicht, dass du dich hier verletzt. Hasan hat Feierabend. Hasan! Guck mal, da. Dann, oh, guck mal, ein dickes Chicken McNugget. Komm mal mit hier rüber. Ach, du hast das explosionsartige Flugverhalten dieses Vogels. Falls sich jetzt jemand fragt, warum die Greifvögel vom Aussterben bedroht sind, das könnte ein Grund sein. Guck du, da kommt Taxi. Bleib oben, bleib oben, bleib oben. Du kriegst so eine auf die Nase. Ja. Allerdings, ne? Ohne, der kommt was knapper und gelandet. Verabschiede ihn ruhig. Mit einem Applaus. Das hat gut geklappt, alle haben überlebt. Obwohl, du sahst eigentlich glücklicher aus, als deine Jungs gegangen sind, kann das sein? Ja. Wollt ihr denn noch einen Vogel sehen, eigentlich? Ja. Ja? Okay, ihr dürft bleiben, der Rest muss gehen. Was ist denn mit dir? Ja, weil der Seeadler hat Winterpause. Und jetzt? Echt, das ist ärgerlich, ne? Ja, musst du im Sommer nochmal wiederkommen. Wir wechseln, seitdem wir die Voliere haben, können wir mehr Vögel hier haben und wechseln deshalb häufiger. Aber trotzdem gibt es das ein oder andere jetzt noch zu entdecken. Und zwar kommt jetzt ein südamerikanischer Kordillerenadler. Kennst du den? Nee, der ist nämlich neu. Ja? Und den schauen wir uns jetzt mal an. Gleich kommt der Vogel von hinten mit dazu. Ziel ist es, mit diesen Tieren etwas weiter in die ganze Sache reinzubringen, um auch mal durchaus da so ein bisschen Fichtenzone ran unsere Vögel zu bringen. Das haben wir sonst eigentlich eher weniger gemacht, weil wir abends immer mit nach Hause mussten. Von hinten kommt der Vogel mit dazu. Das ist unser Santana. Santana geht jetzt erstmal raus und versucht den Wind zu testen. Und wie man unschwer erkennen kann, ist kaum ein Wind da. Santana ist ein südamerikanischer Kordillerenadler. Das klingt spektakulär. Das heißt einfach nur, der Vogel wohnt in den Kordilleren in 2.000 bis 3.000 Meter Höhe. Passend dazu starten wir jetzt nochmal unser Gonzales mit dazu. Gonzales ist hier dieser Vogel. Jetzt hat man natürlich das Gefühl, dass wir irgendwas falsch gemacht haben mit den Namen. Denn hier dieser Vogel ist recht gesprächig und schon vermutet man, dass es sich hierbei um das weibliche Tier handelt. Ne? Kennt der ein oder andere von zu Hause. Das ist aber nicht so der Fall, denn unser Gonzales... Oh, Gonzales gibt sich tatsächlich die Ehre mitzumachen. Denn unser Gonzales hier ist einfach nur jünger. Der Vogel ist knapp 8 Monate alt. Jetzt überlegt ihr mal bitte, wie ihr mit 8 Monaten geflogen seid. Das ging fast die Nase in Dreck und viel mehr war da nicht zu holen. Von daher ist alles, was der Vogel hier zeigt, eine reife Leistung. Oft werden wir gefragt, wie alt denn so ein Vogel sein muss, um letztendlich fliegen zu können. Nach 3 Monaten ist der Gonzales in der Lage zu fliegen und nach knapp nochmal 3 Monaten, also insgesamt 6, werden die Greifvögel aus dem Revier verbannt. Jetzt schaut der eine oder andere betroffen runter und wünscht sich, dass sein Jungvogel nach 18 Jahren aus dem Haus fliegt. So kann's gehen. Übrigens, wer etwas genauer hinschaut, der wird vielleicht erkennen können, unsere Tierchen hier sind unterschiedlich groß, obwohl sie die gleichen Arten sind. Es ist nämlich so, dass Gonzales fast ein Drittel kleiner ist, in dem Fall 700 Gramm, als unsere Santana. Das liegt daran, Männchen sind klein und wendig, haben die Aufgabe, das Nest und die Jungen zu beschützen. Die Damen sind groß und stark, um das Nest und die Jungen zu beschützen. Und die Jungs sind schnell und wendig, um für die Family das Futter heranzuschaffen. Übrigens, diese Tiere sind jetzt im sogenannten Jugendgefieder. Im Laufe der Zeit färben die sich um. Dann haben die ein blau-weißes Gefieder. Wie so ein Bayernadler sehen die dann aus. Santana hier ist 2 Jahre alt, dementsprechend nicht mehr ganz so gesprächig wie Gonzales. Ich komme mal ein bisschen näher ran mit dem Vogel, da kann man sich den mal aus nächster Nähe anschauen. Besonderes Augenmerk, einmal die Krallen und Fänge des Vogels. Damit ist er ein hervorragender Jäger und kann da ohne Probleme seine Beute dann fangen. Meistens kleinere Säugetiere, Kaninchen oder sowas. So, einmal hole ich die Santana noch hier vorne ran. Und mit dem letzten Anflug wollen wir uns schon fast verabschieden. Santana, weg!
kommst du? Komm mal rüber hier. So, Santana denkt nach. Oh, sie geht ein Stück zu Fuß. Auch in freier Wildbahn sehr selten. Komm her, du bist ein mächtiger Adler. Erhebe deine Schwingen. Dankeschön. Und gepackt. Bitteschön, Santana, erfolgreich gelandet. Die kann man sich jetzt hier aus nächster Nähe nochmal anschauen. Und bevor wir uns jetzt... Oh, da sind ja noch ein paar Vögel. Bevor wir uns jetzt verabschieden, wollen wir schon einen kleinen Vorgeschmack auf das nächste Jahr geben. Denn diese Jungs trainieren wir für nächstes Jahr. Das sind unsere Kronenkraniche, Herr und Frau Kranich. Ja? Die haben aber jetzt zu dieser Jahreszeit nicht allzu viel Bock, hier unten zu drehen, sind aber auch noch Jungvögel, das muss man dazu sagen, quasi noch Babys. Die sind erst knapp 5 Monate alt, von daher noch eher ein bisschen sparsam unterwegs. Das war Eventfighter Live. Wer noch Fragen hat, kann gerne nochmal nach vorne kommen und sich Santana aus nächster Nähe anschauen. Wir verabschieden uns, sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Los. Der ist fertig, der wird nicht größer. Der ist ausgewachsen. Naja, so richtig scharf sind die nicht, eher spitz, ne? Naja, so ein bisschen die Kante, ne? Muss er einfach oben auf den Tisch legen, die Kisten. Schauen wir die gleich schon. Thank you.